Was geht ab, Leute? Heute zeige ich euch, wie ihr Bilder für Roblox Studio erstellt, hochladet und verwendet. Das Video sollte nicht sehr lange dauern, also legen wir direkt los. Zuallererst braucht ihr erstmal Bilder und dafür geht ihr natürlich in ein Bildbearbeitungsprogramm eurer Wahl. Ich benutze dafür Adobe Illustrator. Ihr könnt natürlich zum Beispiel Microsoft Paint, Paint.net oder GIMP benutzen, die sind alle kostenlos, oder Photoshop oder was auch immer ihr wollt, oder ladet halt ein Bild hoch, das ihr anders macht, aber achtet darauf, dass ihr die Rechte an den Bildern habt. Eine sehr wichtige Sache, die ihr auf jeden Fall wissen müsst, bevor ihr Bilder auf Roblox hochladet: die Bilder werden alle moderiert. Das heißt, die Bilder müssen sich an die Roblox Community Richtlinien halten und manche Richtlinien sind ein bisschen strenger, als man vermuten würde. Blut zum Beispiel ist immer ein ganz kritisches Thema, solltet ihr nicht hochladen, wenn ihr nicht gebannt werden wollt. Gesichter auch, egal ob ihr die Person kennt, ob ihr die Zustimmung habt oder ob es eine Person des öffentlichen Lebens ist. Ganz kritisch, wird sehr oft moderiert, ihr kriegt ganz oft Warnungen und bei x vielen Warnungen wird man dann auch mal für eine Weile gebannt. Nicht so cool, deswegen keine Gesichter, kein Blut und natürlich nichts Anstößiges hochladen. Die Richtlinien können sich natürlich regelmäßig ändern und aus irgendeinem Grund hat Roblox immer noch die Angewohnheit, Leute rückwirkend für Dinge zu bannen, die damals erlaubt waren, aber jetzt nicht mehr erlaubt sind. Deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und ich schlage euch vor, dass ihr Bilder am besten, um sicher zu gehen, immer über zweite Accounts hochladet. Und das dann noch in Gruppen, mit denen ihr nicht so viel zu tun habt, damit ihr auf der sicheren Seite seid und nicht euer Hauptaccount gebannt wird, weil ein Moderator denkt, er ist heute lustig. Für das Tutorial werde ich jetzt einfach mal diesen Pfeil hier neu machen, weil den habe ich aus der Toolbox und ich möchte einen neuen Pfeil haben. Also mache ich ganz kurz einfach mal die Basis für den Pfeil. So, ich würde sagen, hier in der Mitte hätte ich es gerne ein bisschen kleiner. Füge den Spaß zusammen, passe die Outline an, vielleicht ein kleines bisschen abrunden. Und dann exportiere ich den Spaß einfach mal. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, wo euer Bild gespeichert wird. Und wenn ihr euer Bild habt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es direkt in Roblox Studio. Dort könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ein Screen GUI habt und da ein Image Label hinzufügt, hier unten bei Image raufklicken und auf Bild hinzufügen gehen. Dann könnt ihr auf Datei auswählen gehen und wählt dann euren Pfeil aus, geht auf Öffnen und der wird automatisch hochgeladen und ihr könnt ihn verwenden. Oder, wenn ihr ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben wollt, dann geht ihr auf die Roblox-Webseite. Weil wenn ihr hierüber hochladet, dann wird es über euren Account hochgeladen. Die Ownership geht auf den Account oder die Gruppe, die Owner von dem Spiel ist, welches ihr gerade bearbeitet und das wollt ihr vielleicht nicht immer. Deshalb gehe ich jetzt auf einen anderen Roblox-Account, über den ich das Bild hochladen möchte. Klicke hier oben auf Erstellen und wenn ich es direkt über den Account hochladen möchte, kann ich hier bleiben. Wenn ich auf eine Gruppe hochladen möchte, klicke ich oben links auf Ansehen als, gehe dann auf die Gruppe, auf die dieser Account auch Zugriff hat, dann auf Kreationen, dann auf Entwicklerartikel, dann auf Decals, weil Bilder sind es nicht. Bilder sind Bilder, die Roblox Studio selbst hochlädt und können nur vom System generiert werden. Es sind Decals und hier geht ihr dann auf Objekt hochladen. Vielleicht heißen die Sachen bei euch ein bisschen anders, aber grundsätzlich sind das die Sachen, auf die ihr klicken müsstet. Geht auf Objekt hochladen, klickt auf Hochladen, wählt dann den Dateipfad aus, wo euer Bild ist. Wir wählen dann den Arrow aus und der Name der Datei wird automatisch als Name ergänzt. Ihr könnt den Namen natürlich ändern und ihr könnt hier auch noch eine Beschreibung hinzufügen, falls ihr das Ding auf dem Marketplace hochladen möchtet und die Möglichkeit vergrößern wollt, dass euer Bild auch entdeckt wird in der Toolbox. Ich entscheide mich jetzt für Arrow Up Icon, White with Dark Outline. Falls ihr mal danach sucht, sollte er es finden, aber wenn wir auf Hochladen klicken, ist noch nicht alles gemacht, denn das Bild ist dann hochgeladen. Ihr seht es dann auch hier. Es braucht natürlich eine Weile, bis es moderiert ist. Das heißt, wenn ihr dieses Bild erst hochladet, werdet ihr es nicht direkt sehen. Ich klicke einfach mal auf das Arrow Up Icon Dings rauf. Hier sehen wir dann nochmal Namen, Genre, Beschreibung und ihr könnt auswählen, im Creator Store vertreiben. Das könnt ihr nur für begrenzt viele Bilder pro Monat machen. Und wenn ihr das anwählt und auf Änderungen speichern geht, ist es in der Toolbox zu finden. Und dann kann das Bild auch von jedem verwendet werden. Um dieses Bild nun zu verwenden, gehen wir nochmal auf Zurück und klicken auf diese drei Punkte bei unserem hochgeladenen Bild. Dann auf Objekt-ID kopieren und dann haben wir es kopiert. Gehen wieder zurück in Roblox Studio und jetzt können wir das Bild einfügen. Und Bilder kann man auf verschiedene Arten einfügen. Zum Beispiel in einem Screen GUI, Image Label oder Image Button. Da kann man dann in den Properties auf Image gehen und dann Steuerung V machen, um diese ID, die wir kopiert haben, einzufügen. Dann drücken wir Enter. Dann wird das automatisch zu einem Link umgewandelt. Und hier haben wir auf einmal unseren Pfeil. Keine Sorge, der Hintergrund ist bei mir transparent. Es ist nur die Background Transparency vom Image Label. Was ihr auch sehen könnt, er hat eine leichte, aber gar nicht zu präsente weiße Outline. Das liegt einfach an der Alpha-Prämultiplikationsmethode. Da hat man bei Roblox leider nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Das hängt davon ab, mit welchem Programm ihr das Bild erstellt. Und mir ist es in dem Fall ziemlich egal. So können wir unser Bild auf jeden Fall in GUIs verwenden. Aber manche von euch möchten Bilder zum Beispiel auf solchen Parts drauf haben. Und dafür wählen wir das Part einfach mal aus. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr fügt über das Plus ein Decal hinzu. Hier haben wir zum Beispiel Eggpick Face, heißt das, weil ich das aus der Toolbox übernommen habe. Und hier kann man bei Texture auch wieder mit STRG V die
ID eingeben, dann Enter drücken und der Pfeil ist da. Und er ist falsch rum. Nein, das heißt, ich muss es neu machen. Deswegen lade ich die Sachen noch nicht auf meinem Main-Account hoch, weil es immer die Möglichkeit gibt, dass irgendwas mit dem Bild nicht stimmt und ihr es neu hochladen müsst. Ich werde es jetzt nochmal neu exportieren, auf der Seite nochmal neu hochladen. So, wird neu hochgeladen. Klickt nochmal neu rauf, gibt es nochmal neu im Creator Store frei, weil das Bild möchte ich natürlich auch der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Geh auf Speichern, nochmal auf Zurück, noch einmal auf die drei Punkte und auf Objekt-ID kopieren. Wieder rein in Roblox Studio, paste es rein und bupp, es ist richtig rum. Nice. Ich will das jetzt überall austauschen, deswegen suche ich nach Eggpick Face, wähle alle aus, indem ich STRG A drücke oder hier rauf. Und dann gehe ich nochmal auf Texture, paste die ID nochmal rein mit Enter, bupp. Und jetzt müssten alle ausgetauscht sein. Perfekt. Weitere Möglichkeiten, Bilder zu Parts hinzuzufügen, sind zum Beispiel Textures. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu diesem Part hier ein Bild hinzufügen möchte, gehe ich auf das Plus und füge eine Texture hinzu. Und bei der Texture, da kann ich dann natürlich auch wieder auswählen, auf welcher Seite. Ich will es nicht auf der Front, sondern auf dem Top drauf haben. Und kann dann auch wieder die Textur auswählen, indem ich hier in die Textur STRG V die ID und mit Enter bestätige. Ihr seht, bei einer Texture wird das aber geteilt. Und da muss man dann einstellen, wie viele Stats per Teil man haben möchte. Ich möchte 4 Stats per Teil haben und das in beide Richtungen. Ist immer noch ein bisschen groß, sagen wir mal 3.5. 3.5, up. Und dann passt das so ungefähr rauf. Weil es mir ein bisschen zu weit links ist, kann man dann noch den Offset anpassen auf Punkt 2, up. Vielleicht doch nur Punkt 1, jo. Und hier auch wieder Punkt 1, so. Und dann ist er so ziemlich in der Mitte, wir haben dasselbe. Und eine weitere Möglichkeit wären noch Image Handle Adornments. Die letzte Möglichkeit, um ein Bild auf ein Part hinzuzufügen, ist mit einem Surface GUI. Bei dem Surface GUI kann ich natürlich auch wieder Face Top auswählen. Und kann zu dem GUI dann ein Image-Label hinzufügen. Dann wird halt ein ganz normales GUI hinzugefügt, wie man halt mit GUIs umgeht. Wenn ihr nicht wisst, wie man mit GUIs umgeht, dann schaut euch meine Roblox Studio Lernserie an, in denen ich GUIs erkläre. Ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Es sind mehrere Folgen, die ihr euch anschauen müsstet, aber so macht man den ganzen Spaß dann auch mit GUIs. Und dieses GUI kann natürlich auch ein Billboard oder ein Screen-GUI sein und dementsprechend auch auf dem Bildschirm zu sehen sein. Abgesehen davon gibt es natürlich noch hunderte weitere Möglichkeiten, irgendwie Bilder in Roblox Studio zu verwenden. Die werdet ihr schon selber finden. So, eine letzte Sache, die ich euch noch sagen möchte, wenn die Bilder bei euch im Spiel, wenn ihr online seid, noch nicht angezeigt werden, dann wurden die Bilder noch nicht fertig moderiert oder sie wurden gesperrt. Ihr könnt mal auf die Roblox-Webseite gehen, wenn ihr eine Warnung bekommen habt, sind die Bilder wahrscheinlich gesperrt und ihr müsst sie neu hochladen oder ihr habt gegen die Regeln verstoßen und solltet sie am besten nicht neu hochladen. Oder sie sind noch nicht durch die Moderation durch und ihr müsst einfach noch eine Weile warten. Wenn ich auf die Webseite gehe, seht ihr hier noch dieses Icon, das bedeutet, die Dinger sind noch nicht richtig geladen. Wenn ich die Seite jetzt aber neu lade, das ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, dann sollten wir gleich sehen, dass die Bilder schon moderiert wurden, bestätigt sind und sie hier angezeigt werden. Manchmal gibt es auch den Fehler, dass sie ausgeweist angezeigt werden, obwohl sie bestätigt sind. Ist ein bisschen komisch, aber ist einfach so. Funktioniert. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann lasst kein Like da. Ihr könnt euch jetzt auch das Tutorial anschauen, das euch hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!